Herzlich willkommen zurück zu Mario Kart Arcade GP 1. Diesmal geht's weiter mit dem Rainbow Cup, nachdem die letzten... nicht die letzten Folgen, sondern die Folge vor der vorletzten und der letzten Folge ist etwas schief gelaufen ist. Hoffe ich, dass es diesmal ein bisschen zumindest besser läuft. Ich meine, Regenbogen Cup fand ich ja bisher sehr gut, also hat mir sehr gut gefallen und ich war auch ziemlich gut in den Strecken, soweit ich mich erinnern kann. Ich hoffe einfach, dass es diesmal, wie soll ich sagen, gut läuft. Aber sieht glaube ich nicht so aus. Er ist ja gegen jede Kurve gefahren, also. Nee, aber ich bin zuversichtlich. Ich bin optimistisch, zuversichtlich. Ist soweit ich weiß, das ist eigentlich das Gleiche, aber. Ja, springst du mal, danke. Ah, dieser Abstand so schön. Es ist so schön anzusehen. Oh Mann. Aber dieser Turbostreifen ist ja auch ein immenser Vorteil für mich. Weil ich da halt viel schneller bin als die anderen. Zack. Ich frage mich, ob die anderen hier überhaupt lenken. Also ein bisschen lenken muss man. Also man muss es glaube ich nicht, aber es ist schwierig, da perfekt durchzufahren. Zack. Nice. Sehr schön. Sehr schön. Du kannst von mir aus gern weitergeben. Als nächstes geht's weiter mit dem Rainbow Downhill. Und da bin ich auch beim Rainbow Downhill. Ich weiß nicht, warum ich das so komisch ausspreche, aber. Kann ja mal hier in der Mitte sowas, habe ich auch noch nie probiert. Aber bringt auf der Strecke, glaube ich, nichts. Ein Pilz. Ah, genau. Das war hier die Challenge, nur mit Pilzen. Da erinnere ich mich noch dran. Das gab es aber hier bei dem Special Cup nicht. Die Only Mushroom Challenge. Aber die hatte mir letztes Mal, glaube ich, sehr gut gefallen. Es war ja, glaube ich, nur Panzer. Also ich hatte, glaube ich, nur Panzer. Also diesmal muss ich... Ich muss gar nichts drücken, damit das Item ausgewählt wird. Ist auf jeden Fall auch eine nice Idee. Das hingeben war einfach nur dumm. Aber Turbostreifen, da hole ich natürlich schon mal auf. Zack. Oh, was macht Wario? Naja. Soll er ruhig machen. Das ging nicht. Ging einfach nicht. Das ist eine Unverschämtheit. Man kann im ersten Moment denkt man, die Pilze kann man hier nicht richtig einsetzen, aber es gibt immer kleine Stellen, wo man die schon einsetzen kann. Ah ja, hier dieser Metallpilz. So sieht er aus. Ganz ehrlich. Der Teufel hat eine Gestalt. Hier den Pilz einzusetzen finde ich nicht so gut. Ich würde ihn erst hier so um die Ecke. Genau. Schöne Strecke. Jetzt geht's wieder weiter, also nochmal mit dem Rainbow Coaster. Nee, warte mal, ist das eine andere? Ist eine andere Strecke?
3 verschiedene Strecken in einem Cup. Warum ist mir das noch... Also es ist mir jetzt noch nicht explizit aufgefallen. Es ist mir zwar schon aufgefallen, dass es verschiedene Strecken waren, aber mir ist jetzt erst aufgefallen, dass es ja 3 verschiedene sind. Also man kann verstehen, wie es gemeint ist, hoffe ich. Ja. Ich hoffe, die schlagen sich die ganze Zeit nur gegenseitig schon den Tisch und lass mich hier vorne abhauen. Zack, schön um die Kurve. Kann sein, dass es wieder die gleiche Strecke ist, bloß dass sie anders aussieht. Also außen. Ja, ich glaube, es ist vom Prinzip her die gleiche Strecke, sieht bloß anders aus. Ich setze diese Elektrostäbe trotzdem sofort ein. Ist ja auch sinnlos, die ganze Zeit dann zu behalten. Das ist ein schöner Abstand, so mag ich das. Komische Musik irgendwie. Also das... Es klingt irgendwie nicht nach einer typischen Regenbogenstrecke. Okay, man muss bedenken, das ist kein typisches Mario Kart, aber trotzdem. Zack, tschüss. Es läuft sehr gut, es läuft sehr, 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 sehr gut. Nice. Aber ich finde, nach dem, was letzte Folge passiert ist, habe ich mir das schon ziemlich verdient. Dass es jetzt mal ein bisschen ruhiger zugeht. Und es gibt wieder ein Triple Item, den Triple Pie, also den Dreifachkuchen. Hat man ja auch schon ein paar Mal gesehen. Als ich den hatte, beziehungsweise andere den eingesetzt haben. Jetzt kommt wieder die No-Panzer-Challenge. Ja, hier ist es jetzt auch wieder unter Wasser, ich verstehe. Der Verlauf ist der gleiche, derselbe, keine Ahnung. Aber es müsste der gleiche sein. Aber das, was außen ist, also diese, ist das Unterwasser-Ding, das ist was anderes. Regenbogenstrecke unter Wasser. Das hatten sie auch noch nicht im originalen Mario Kart gemacht. Okay, was da gerade los war, keine Ahnung. Ich habe ihn getroffen. Ah, wie sie alle an einem vorbeifahren auf der Karte. Oh. Er liegt ziemlich weit zurück. Ich hätte lieber einen goldenen. Genau. Ja, aber er holt wieder schön ein, ne? Mal ganz ruhig. Nein, nein, nein. Vergiss es. Habe ich gerade vergiss es gesagt? Ja, das ist auf jeden Fall falsch. Schön. Sehr schön. Continue, ja. Bitte nicht continue, nein. Ja. Ja.
Das nehme ich irgendwann auf, aber heute auf keinen Fall. Ich habe ja noch genug im Vorrat, sage ich mal, was ich noch hochladen kann. Gefühlt könnte ich das vielleicht in 2 Monaten spielen, bevor das überhaupt hochgeladen wird. Aber... Naja, das war auf jeden Fall der Part. Nächstes Mal geht's mit dem Special Cup weiter. Wann das nächste Mal ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall dann tschüss.